Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Mozanta World. Diese Folgen und die darauffolgenden Folgen sind alles Parts, die ich im Voraus produziere, vor der von mir so sehr herbeigesehnten 100. Folge. Situation, warum ihr fragt, warum der Jahrgang zwischen der 100. Folge und dieser Folge so ein Unterschied ist. Ja. Zur Erklärung, ich trainiere mich extra hoch zum dem Jahrgang, den ich erreichen will, 100. Part. Und deswegen, weil ich die Parts, weil ich dann das euch auch zeigen will, wie ich es am meisten mache, habe ich einige Videos, also habe ich einige Parts gemacht. Ist zwar da ein bisschen wegen der Reihenfolge nicht mehr so aktuell, aber ist nun mal jetzt so. Im Moment versuche ich nur Zeit zu schinden, damit andere mehr reinjoinen. Obwohl ich erstens zwei Monster auch so besiegen kann. Oder drei. Das erste Ziel ist wohl der Barott, wie es scheint. Und dann muss man wieder schreien. Autsch. Ich war doch nicht mal in der Nähe. Okay. Also, ich will auch mal jetzt das machen und nicht immer... Ja. Hoch und runter, schöne Idee. Ich will aber auch das Monster drauf und nicht hier rauf. Und springen musst du auch noch. Ja. Irgendwie wird er nicht so, wie ich will. So, jetzt bin ich oben drauf. Ich bleib auf dir drauf. Und schön jetzt den Rücken kaputt machen. So. Hallo, ich will jetzt hier das wegpacken, den mitnehmen. Ne, den hier mitnehmen. Bringt eigentlich viel Unterschied. Und schnell hinterher.
Nein, du bleibst hier, sagte ich. Na toll, dann läuft er also doch noch weg. Wie wäre es mit aufhalten und nicht den vorbeilaufen lassen? Wo will der denn jetzt nun lang? Oh. So. Fall um. Hier ist die Frage, welches das nächste ist. Der komische Fisch, wo ich den Namen immer noch nicht auswendig lernen kann, oder der Kuriaku. Ich sag nur, wer einem zuerst über den Weg läuft. Nein, darf man nicht runterspringen. Sollte man auch nicht versuchen. Fußspuren. Und es unten hat Hunger. Federn. Scheint noch frisch zu sein. Okay, auf diesen dummen Spielchen. Der ist hier. So wie der. Hallo! Verschwinde! Ich will den hier. Kurz mal zum Fischgestank bisschen dazu helfen. Ach, könntest du einfach mal das tun, was ich möchte? Du sollst einfach nur das da einsammeln. Oh, der Kuriaku ist weiter oben. Okay, da soll ich mich mit dem Fisch begnügen. Den Kuriaku, den krieg ich schon alleine hin. Kuriaku? Kuriaku. Da. Hab dich. Kommen Sie mal hier runter. Okay, danke. Und bleib da bitte. Ich will auch springen. Dann spring einmal zu mir und dann. Hier. Du sollst nicht hier hochspringen. Du sollst unten stehen bleiben. Haltet ihn auf. Oh, nö. Ein sehr, sehr schlechter Witz.
Das ist ein sehr, sehr schlechter Witz. Und hier sollten sie eigentlich mal diesen komischen Käfer mal einbauen. Los! Du bist nur ein Kuriaku, also verschwinde! Stirb! Hallo. Zum fünften Mal, du bist nur ein Kuriaku. Du bist nichts Besonderes. Das heißt, du darfst jetzt auch mal verschwinden. Nicht so verschwinden. Oh. Wieso macht der mir immer so viel Probleme? Es ist ein Kuriaku. Los! Du bist ein Nichts. Und bleibst auch ein Nichts. Geh doch endlich mal down. Wie lange denn noch? Oh. Du bleibst hier. Oh. Warum macht es mir so viel Ärger? Wieso? Na toll.
Da ist er. Ja, so kann... Du sollst kein Ei essen, du sollst sterben. Du sollst kein neues Leben umbringen. Warum? Geh doch weg. Bitte. Na toll, ihr seid schon meine Waffe die schlechteste Schärfe, die es gibt. Endlich geschafft. Das heißt, ich kann jetzt erstmal nachschärfen und muss zum nächsten laufen. Und werde nur einen Weg durch den Wald nehmen. Okay, der Plessi. Nein. Der. Wo sind denn alle? Den Pilz brauche ich. Den Pilz brauche ich. Kein Dunk. Den Pilz brauche ich. Okay, die Fußspur gefunden. Da hinten ist er ja schon. Und die Razian kommt hinterher. Ich hätte nie gedacht, dass es so lange dauern würde. Bleibt nur die Ratian und der Diablos. Yippie, ich freue mich ja schon, ein Diablos. Und immer noch niemand, der irgendwie nachjoint. Habe ich irgendwas an mir, was ausschreit, kommt nicht hierher? Und da ist sie auch gleich schon. Da ist sie ja. Schreien tut sie wie ein Baby. Katzen tut sie wie ein Baby. Und es ist aber kein Baby. Aber giftig ist es.
Level. Kommen auch mal wir anderen zu. Ist irgendwie, leicht langweilig. Sowas nicht gemeint. Danke, ich konnte nichts tun. Dafür mag ich das Spiel ja so sehr. Bringt was wirklich? Oh, da ist schon die Radian. Du sollst mich nicht beißen, du sollst einfach nur stehen bleiben. Verstehst du das nicht? Da hätte ich Deutsch einstellen sollen und nicht die Sprache. Yeah. Vielleicht versteht mich dann endlich mal jemand hier. Ich bin immer noch kein Hubber für euch alle. Und weg ist sie. Und da hinten tupft sie auch schon. Dreh dich nicht um. Bleib nur stehen. So. Soll's richtig springen? So. Ging's. Und schön hier weiter auf angreifen. Ich sehe hier kaum was. Autsch. Hey, nehmt mich mit.
Los! Mein Mann, der hält nicht mehr lange. Geschafft. Ja, erstmal den Stein ausweiden. Und im Stein war mein Radian Star Plus drin. Radian Rückenpanzer und Radian Plus Schuld Plus. Das alles nur in bei einmal zerlegen eines Steins. Ja. Beeindruckend. Nicht vor euch hangieren. Natürlich sein. Der kann auch wieder ab. Hey. Und der andere verläuft sich erstmal wieder oben. Die Töne sind auch leicht kompliziert. Das gebe ich zu. Hey! Und Autsch. Da hinten ist es. Okay, Feuer überkriege. Und erstmal heilen. War ja klar. Los. Ja, bei Besinnung. Und dann ist natürlich die Paralyse bei ihm vorbei. Beeilung. So. Kommt die unten herein überhaupt? Okay. Die wollte ich nicht aktivieren, ich wollte eigentlich nur das Monster angreifen, Mist. Autsch. Noch ein bisschen hier schön und ab in den Kampf wieder. Schon über 30 Minuten. Er geht an die Oberfläche. Wir müssen ihn aufhalten.
Und was zendet er jetzt nun oben rum? Und wieso überhaupt? Und was auch schöner, dachte ich. Und da oben ist er gerade. Der frisst da irgendwas. Ein Diablos ist ein Pflanzenfresser? Der hat Kakteen. Der ist ein Pflanzenfresser. Wusste ich gar nicht mal, das wäre ein Fleischfresser. Lass mal verstecken und gucken, wie die Lage aussieht. Kevin Ale echt tapfer. Aber ich will nicht so ein Fiesling sein. Leute, wir schon wieder die Vita-Wespe. Tridornen. Bumm. Aua! Lass es! Ey! Bin runtergefallen. Das heißt, der Eisbügel kommt von oben. Du hast nicht für die Monster. Endlich geschafft. Und jetzt kommen die ganzen Ekelgeier. Typisch Ekelgeier wollen immer nur die Leichen. Ich pfeife jetzt vor mich herum. Ich fahre jetzt einfach durch die Gegend. Ja, toller Satzbau. Ich bin so eine Pfeife. Und wieder sehr viel Material. Und brauchen tue ich da, glaube ich, davon eigentlich gar nichts. Okay. Okay, den kleinsten Diablos, den kleinsten Barot
und den fast größten Radian gefunden. War ja gut. Gibt's irgendwas Neues? Beutezug ist abgeschlossen. Sonst noch nichts. Yep. Noch mehr Beutezüge und ich habe fast keine mehr ausgewählt. Okay, muss ich beim nächsten Mal vorbeischauen. Aber noch, was noch schnell geht, eine Eventquest. 8 Leben zu wenig. Mal sehen, ob hier vielleicht auch ein paar Kronen versteckt sind. Oder eher nicht. Ist ja auch echt egal. Einfach wichtig ist es, dass die Monster erlegt werden. Und ich dadurch meine Forschung über den Tetsuyaku, oder wie er heißt, fortsetzen kann. Und das Problem ist, das ist einer der ersten Monster, das ich mehr nicht leiden kann. Da ist der Kuyaku noch normal harmlos. Warte, ich kann ihn doch einfach hochlocken, den Tetsuyaku. Ich muss dafür nur... Hopp. Ballistenmunition. Und ihn abschießen. Und der Kuyaku darf uns einfach nicht sehen. Weil er ist noch im niedrigen Level, ja. Mist. Nicht im niedrigen Mist, sondern im niedrigen Jägerstufen. Dauert, sollte es nicht so lange dauern, bis sie besiegt sind. Und Mist. Ich krieg's einfach nicht mehr richtig hin. Und dass es überhaupt springt, ist auch so schlimm. Alle diese Monster. Alle kleinen Monster, die springen. Mist, die sind nervig. Der meisten wäre immer blendet. Würde mich mehr freuen, wenn die Waffe, die man aus ihm machen könnte, auch blenden könnte. Zwar sehr, sehr selten, aber wäre schön.
Ernsthaft, hier vor, weit vorne auch noch. Und wie lange braucht er noch? Und getötet. Jetzt ist er dran. Dusch. Toll, Treffer. Was noch? Da oben, hier. Autsch. Er ist mit dem Kopf durchs Metall gegangen. Ja. Und ich finde diese Steuerfunktion extrem toll, wie man bemerkt. Ja. Also, Jakus sind... Wie soll man sagen? Ach, richtig. Zu nervig, weil sie immer nur springen. So wie dieser Kuliaku schnell weg. Das war's auch schon vom Part. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ciao.